Hallo, hier der Felix. Heute zum Thema Bremsen hobeln, Bremsen quietschen, Geräusche von der Bremse. Wir zeigen euch heute, wie wir das Problem beseitigen und wie wir da vorgehen. Machen wir die Bremsbeläge rein, dadurch kann nichts mehr hobeln, quietschen oder Geräusche machen. So, hier quietscht nichts mehr, von dem her sind wir jetzt fertig, Fahrzeug kommt zum Kunde, keine Probleme mehr. Bis bald, euer Felix. Das war natürlich nur als Witz gedacht, wir zeigen es euch jetzt richtig, wie es geht. Auf der anderen Seite, mit Silikon die Geräusche beseitigen, ist nicht die Lösung des Problems. Bevor wir starten mit den Arbeiten, machen wir die Motorhaube auf und saugen aus dem Ausgleichsbehälter vom Hauptbremszylinder die Bremsflüssigkeit ab. Warum machen wir das? Der Flüssigkeitsstand kann ja zu hoch sein und wenn wir die Kolben zurückdrücken, drücken wir die Bremsflüssigkeit über die Entlüfterbohrung raus und so kann es zum Überlaufen von der Bremsflüssigkeit kommen und der Beschädigung vom Lack. Lack müssen wir auch schützen, deshalb haben wir Kohlflügelschoner, weil wenn kommt Bremsflüssigkeit auf den Lack, löst sich der Lack auf und wir haben hier einen Defekte vom Lack. Jetzt ziehen wir einmal die Bremsflüssigkeit raus und zwar schrauben wir den Deckel ab. Fahren rein und saugt einmal ab. Haben wir jetzt die Bremsflüssigkeit abgesaugt, können wir die nächsten Arbeiten beginnen. Das heißt Rad runter, Bremszange löse, die alte Bremsscheibe, Bremsbeläge abbauen. So, den Ausbau der alten Teile und auch das Reinigen von der Bauteile der Bremsabdecke gesehen. Was jetzt wichtig ist, dass wir jetzt hier beim Saumacher von der Radnarbe nicht zu viel Material wegnehmen. Was passiert, wenn wir zu viel Material wegnehmen? Dann kann es ja sein, dass die Bremsscheibe schräg auf der Radnarbe liegt und zu viel anfängt zum Taumeln. Ein gewisser Seitenschlag ist normal, aber sobald wir zu viel haben, wird es kritisch. Das heißt, das spürst du auf dem Bremspedal oder doch hast du ein Vibrieren. Was wir jetzt hier sehen können, ist die Halteschraube für die Bremsscheibe ist abgerissen. Die Halteschraube hat eigentlich nur den Sinn, dass uns die Bremsscheibe nicht wegkippt beim Radwechsel. Sieht man jetzt hier schön, dass wir hier die Auflagefläche haben. So, für den Fall, dass die nicht plan geschliffen ist und hier habe ich das Loch und hier habe ich im Endeffekt die Bohrung. Würde ich jetzt um 180 Grad gedreht die Bremsscheibe drauf machen, das heißt hier drauf und der Bolzen ist nicht komplett abgeschliffen, hätte ich dann im schlimmsten Fall eine schräge Bremsscheibe, weil die Anlagefläche nicht gleich ist. Von dem her muss man auf solche kleinen Details achten. Das ist ein Punkt, aber was aber auch genauso wichtig ist, dass wir jetzt hier sauber machen, die Auflagefläche für die Verschraubung von der Bremssattelhalter zum Radlagergehäuse. Wenn wir hier schon einen Fehler einbauen, steht im schlimmsten Fall steht nachher die Bremszange schief zur Bremsscheibe und wir können auch eine schräge Belastung von der Bremsanlage, Bremsbelag verursachen. So, der Bremssattelhalter haben wir gereinigt und auch schon neue Plättchen montiert. Wir prüfen natürlich vor Reinigung die Freigängigkeit der Führungsbolzen, oben als auch unten. Aber auch, ob die Manschette eine Beschädigung hat oder keine. Weiterhin müssen wir hier schauen, ist die Auflagefläche sauber
Hier müssen wir in dem Fall noch ein bisschen nacharbeiten, dass wir eine saubere Auflagefläche haben zwischen dem Bremssattelhalter und dem Radlagergehäuse, was wir schon angesprochen haben. Wir haben solche CSD-Scheiben, heißen sie umgangssprachlich. Ich muss darauf achten, dass ich nicht zu harte nehme, dass ich kein Material abtrage. Mit diesen kann ich dann solche Oberflächen reinigen. So, wie man jetzt hier schön sieht, oben ist es sauber, hier innen drin muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, weil ich immer noch Rost habe. Das mache ich bei alle vier Auflageflächen und schmiere es nicht. Warum schmiere ich es nicht? Wenn ich da minimal Pasche drauf mache, das heißt Keramikpaste, was ich nur an der Bremse verwende, kann es ja sein, dass ich auch wieder ein Kippen bekomme von dem ganzen Bauteil ineinander und habe zum Schluss wieder eine schräge Belastung von der Bremsscheibe. Vor dem Zusammenbau kontrolliere ich das Bremsankerblech. Zwar hier nur ganz, ganz klein ausgeführt bei dem Obel, aber jetzt komme ich nie besser ran zum Tauschen. Leider, bedingt durch die Hitze, habe ich oft einen schnelleren Verschleiß von dem Blech, relativ dünn. Und dadurch kann es sein, dass es einfach brüchig ist und ich es tauschen muss. Das heißt, ich kontrolliere das vorher und gegebenenfalls tausche ich das. Vor dem Zurückdrücken vom Bremskolben kontrolliere ich zum einen die Bremsschläuche auf Beschädigung, aber auch hier die Verschraubung und ich schaue, ob die Manschette beschädigt ist. Im Zweifel kann ich die Manschette ganz leicht lösen und kann unter die Manschette zum Beispiel Rostlöser machen, sodass es besser schmiert, bis er läuft. Speziell bei Fahrzeugen an der Hinterachse, wo man den Kolben drehen muss, weil es gibt oft so, dass die Manschette drauf backt auf dem Bremskolben und dadurch beim Dreher eine Beschädigung oder ein Verdrillen von der Manschette hervorrufen kann. Also in dem Fall, bevor wir es zurückdrücken, lösen wir es einmal nochmal und haben einen kleinen Schraubenzieher ohne Beschädigung der Manschette. Können wir hier schauen, hier drunter haben wir hier Rostbildung. Sieht aber optimal aus. Und dann können wir es so zusammen machen. Gegebenenfalls etwas schmieren und dann können wir den Kolben zurückdrücken. Ich kann hier zum Beispiel Silikonspray verwenden, wo ich dann unten die Manschette fahre. Und der Durchlauf hat die Manschette viel, viel besser. So, jetzt drücke ich einmal den Kolben zurück. Komplette zurückgedrückt. Jetzt kontrollieren wir mal hier die Auflagefläche vom Bremskolben zum Bremsbelag auf Sauberkeit, auf Rost. Aber wie wir hier schön sehen können, ist alles schön sauber. Kontrollieren aber noch die Fläche. Die mache ich jetzt nochmal sauber mit einer speziellen Feile, dass ich da auch saubere Auflagefläche habe. Und dann fange ich erst an mit Zusammenbau. So, wir haben jetzt spezielle Feile und mit der reinige ich die Auflagefläche. Wie wir sehen können, haben wir hier auch Schmutz, wo runter geht. Und jetzt mache ich sauber. So, die Schrauben für den Bremssattelhalter muss man nicht ersetzen. Wir haben hier so eine Übersichtszeichnung. Wir sehen hier 100 Newtonmeter. Ziehen die jetzt an mit dem Drehmomentschlüssel. Aber es gibt Schrauben, das sieht man jetzt hier wieder schön, Schrauben, Muttern ersetzen, wo ersetzt werden müssen. Und diese ersetzt man natürlich dementsprechend. Das ist einfach wichtig, weil manche Schrauben werden bis zur Steckgrenze angezogen und wenn man an der Steckgrenze sind und die nochmal zweites Mal verwenden, wieder anziehen, können die irgendwann mal abknallen und sind kaputt. Das ist natürlich ein Grund, warum wir es machen, aber wir haben auch schon den Fall gehabt, dass Radlager, Alugehäuse und die Verschraubung war Stahl und die Schrauben sind nie getauscht worden. Der Kunde wollte dann selber die Bremse tauschen und dann hat es dann festgestellt, hat die Schraube abgerissen, hat 200 Newtonmeter bei VW, weil die Korrosion so stark war zwischen Aluminium, Gehäuse und Stahlschraube. Von dem her
teilweise tauschen wir die Schrauben, wenn sie verfügbar sind, und manchmal machen wir die alte rein. Muss man immer entscheiden. Wenn wir natürlich den Schrauber sind, immer neu. So, wir haben jetzt den Bremssattel wieder montiert, vorher alles gereinigt. Und jetzt ziehen wir die Schrauben an, wo in den Führungsbolzer reingeht. Hier hinter sind die. Ziehen wir entsprechend mit Drehmoment an. Und wenn die nachher angezogen sind, den wir mit einem Farbstift markieren. Warum mit einem Farbstift? Jeder Mechaniker hat bei uns eine Farbe. Und so können wir erkennen, welcher Mechaniker war im Fahrzeug. Aber auch zur eigenen Kontrolle, wenn du fertig bist, schon mal drüber, habe ich überall einen Strich gemacht, über den Schraubenkopf. Wir machen es nicht nur über den Schraubenkopf, sondern auch über das Gehäuse drüber oder über das Bauteil. So sehen wir, löst sich die Schraube über die Jahre oder ist irgendwas passiert, haben wir immer eine Kontrolle. Von dem her markieren wir alle Schraubenköpfe, wo wir anziehen, mit einem wasserfesten Stift. Wie ihr sehen könnt, ist die saubere Arbeit, also die Bauteile reinigen, elementar wichtig, dass ich nachher eine geräuscharme Bremse habe. Ganz geräuscharm gibt es manchmal auch nicht, muss man einfach sagen. Manchmal sind die Hersteller, die Beläge werden aktuell geändert. Warum? Der Gesetzgeber schreibt vor, dass wir den Kupferanteil reduzieren. Und manche Bremsbelaghersteller sind schneller wie die anderen. Und da gibt es natürlich auch beim Mischen von neuen Belagsmischungen Unterschiede oder auch halt natürlich Probleme, wo es zu Geräusche führen kann. Von dem her muss man einfach schauen, welcher Belaghersteller ist da aktuell am richtigen Stand bezüglich Geräusche. Was man aber auch noch machen kann, wenn wir Geräusche haben, je nachdem was für ein Geräusch es ist, da gibt es im Endeffekt von ATE so einen Belagsatz Zubehör. Und den zeigen wir euch einmal. Da sind im Endeffekt solche Plättchen drunter. Und eine ganz kleine Gummischicht, ich glaube, man sieht es schön. Hier. Das kann man nicht auf der Reibbelag kleben, sondern auf die Rückseite von der Bremsbeläge, dort wo sie aufliegt. Und mit dem kann man die Geräusche auch minimieren. Ist eine Möglichkeit, wenn man alles nichts mehr anträgt, nichts mehr hilft, dass man mit solchen Plättchen arbeitet. Eine Maßnahme zur Qualitätssicherung ist bei uns, dass ein anderer Mechaniker die Arbeit von dem Mechaniker, wo die Arbeiten ausgeführt hat, kontrolliert. Das heißt, vier Augenprinzip bei uns. Es kommt kurz der andere Mechaniker vorbei und schaut immer die Arbeit drüber. Passt alles? Sind alle Schrauben angezogen? Ist alles sauber gemacht? Von dem her können wir sicherstellen, dass wenn vier Augen anschauen, das Risiko für einen Fehler geringer ist. Kann natürlich trotzdem vorkommen. Von dem her sind wir jetzt hier fertig und können das Rad wieder montieren. Einmal auf die Bremse treten, dass die Bremskolben rauskommen. Den Bremsflüssigkeitsstand korrigieren. Und das Fahrzeug einbremsen und nochmal einbremsen auf dem Bremsenprüfstand. Und die einzelnen Schritte zeigt euch der Maurice. So, das Fahrzeug kommt zurück von der Probefahrt. Gehen wir auf den Bremsenprüfstand, dokumentieren da noch die Werte, dass wir einfach wissen, okay, links und rechts ist gleichmäßig. Dann ist im Endeffekt das Fahrzeug für uns fertig. Was wir jetzt noch zusätzlich machen, wir hängen zwei Zettel rein. Einmal, dass der Kunde weiß, dass die Bremsen neu sind. Warum muss es wissen? Klar, er bespricht die Reparatur, trotzdem nochmal als kleiner Hinweis. Einfach die ersten paar hundert Kilometer sanft bremsen, dass sich das schön im Endeffekt einarbeitet oder einschleift. Was aber auch noch wichtig ist, jeder wird es kennen vom Radwechsel. Wir haben hier solche Aufhänger, dass wir die Radschrauben nach 50 bis 100 Kilometer nachziehen. Die Tätigkeit ist ja genau die gleiche Tätigkeit wie beim Radwechsel, weil wir einfach ja einmal die Räder runter machen müssen, damit wir an die Bremsscheibe rankommen. Von dem her müssen wir hier genauso wie beim Radwechsel von Winter auf Sommer oder von Sommer auf Winter die Radschrauben nachziehen. Die zwei Zettel hängen wir uns noch ins Fahrzeug rein und dann kann das Fahrzeug zum Kunde. Von dem her, nur zusammengefasst, sauber arbeiten ist A und O, dass wir Bremsen rubbeln, erkennen und beseitigen können. Das heißt, man muss schauen von der Führungsbolzen, von der Auflagefläche, wo schmiert man, wie viel schmiert man, die Montage von der Bremsscheibe, hier bei dem Fall, dass da die Halteschraube gefällt hat. Solche Sachen muss man alles erkennen und richtig arbeiten. Dann hat man auch keine Probleme mit Bremsequietschen. Für den Fall, dass wir doch mal Bremsequietschen haben, haben wir immer noch die Möglichkeit, von den kleinen dünnen Kunststoffschicht aufzubringen, um hier nochmal Geräusche zu minimieren. Ich hoffe, war für euch interessant.
Bis zum nächsten Video. Bis bald, euer Felix.